Ich grüße euch und ach, heute wisst ihr, ihr kennt das doch, ne? Lockdown, Corona Blues, das wird noch verlängert und noch mal verlängert und noch mal verlängert und noch ein bisschen härter. Und ich muss mir noch einer Fummel ins Gesicht drücken. Das Problem ist nur, die Leute haben es langsam satt. Was macht man, wenn man zu Hause sitzt? Man daddelt. Da brauchen wir neue Hardware. Ja, Hardware gibt's nicht. Wir hatten gestern ein schönes Video. Broken Chain, ja, warum gibt es bestimmte Dinge nicht? Vor allem die Grafikkarten sind da so ein bisschen knapp geworden und natürlich auch die passenden Netzteile. Viele Dinge kriegt man leider nicht zu kaufen. Kann man Abhilfe schaffen, deswegen habe ich ja auch hier so blub, die kleine Produktunterstützung wieder drin. Warum? Ich habe mit XFX geredet. Ich hatte diese Karte ja im Test. Könnt ihr hier auf dem YouTube-Kanal natürlich das Video dazu gucken oder bei mir auf der Homepage natürlich auch den ausführlichen Test. Wir haben das Ding ja zerlegt und gemessen und die Platine begutachtet, die ganzen Komponenten angeguckt, die es ja zu schwer zu kaufen gibt. Ja, die Karte richtig zum Schwitzen gebracht, natürlich gebenchmarkt und beobachtet. Ich habe sie auch wieder fachgerecht zusammenmontiert, ausprobiert, sie läuft. Dann kommt die wieder in die Kiste rein und dann kriegt ihr die. Besser gesagt, einer von euch. Machen wir wieder übers Forum. Ich habe eine größere Website, die ist deutlich größer als dieser YouTube-Kanal. Und da haben wir eine wirklich untoxische, nette Community. Da gebe ich das Ganze wieder zurück. Und weil dieser YouTube-Kanal ja eigentlich auch mit zu dieser ganzen Community gehört, könnt ihr da genauso mitmachen wie alle anderen auch. Teilnahmebedingungen sind easy. Also da gibt es auch kein extra Skript und da muss man sich irgendwo anmelden und machen und tun. Einfach nur Community-Mitglied sein. Was posten, einfach nur was reinschreiben. Ich extrahiere dann im Prinzip die ganzen Posts, kumuliere das nach Usern zusammen und dann wird einmal per Zufallsprinzip rausgewürfelt, welche Nummer dann letztendlich dieses gute Stück gewinnt. So. Ihr könnt auch in dem Thread 100 Posts machen. Das Problem ist, ich kumuliere es ja nach Usern zusammen. Das heißt, jeder User taucht dann letztendlich in der Verlosung einmal auf. Relativ einfache Sache, macht man ein kleines Query, dann klappt das schon. Diese Karte, normalerweise solche Karten rotieren ja. Und ich habe das Problem, also ihr seht das ja im Hintergrund nicht, ihr seht das schön, diesen digitalen Hintergrund. Hier ist eine grüne Wand. Ich habe kein Influencer-Regal. Meistens stehen hier so diese Regale, dann haben wir eine Intel-Box und dann haben wir, was weiß ich noch, irgendwas anderes. Das wird ja quadratzentimeterweise schon fast versteigert, damit die Firmen da ihre Teile reinstellen können und das immer so unverbindlich aus Versehen da so rumstellen. Ich stelle mir auch keine Cola-Dosen rein, wo soll ich die hinstellen? Ich habe kein Regal. Es ist einfach nur grüner Stoff. Deswegen würde ich jetzt diese Karte eigentlich nehmen, bei mir unten ins Lager stellen. Sie würde dann in allen Ehren einstauben. Wäre doch schade drum, ihr sitzt da, kriegt nichts zu kaufen und ich sitze da und muss Staubwischen. Blödsinn. Deswegen schießen wir die in die Menge. XFX hat sich auch bereit erklärt, dass ich das machen darf. Ich kann also diese Karte, muss ich jetzt hier nicht behalten oder irgendwo hinstellen. Ich darf sie euch quasi schenken. Machen wir übers Forum. Hier unten drunter ist auch der passende Link dazu. Könnt ihr draufklicken. Kommt auf die Seite, wo alles nochmal schön erklärt steht. Ihr seid ja unverbindlich kostenlos quasi dran beteiligt. Ich gebe es zurück an meine Community, die mir seit Jahren die Treue hält. Sei es bei Toms Hardware, sei es beim Nachfolger Igor's Lab. Und jetzt hier auf diesem kleinen YouTube-Kanal, der übrigens bald Zweijähriges feiert, ist noch ein Monat hin. Dann haben wir 2 Jahre aktive Bespielung mit Videos. Und wenn man sich mal meine Anfänge von vor 2 Jahren anguckt, ah, ich sage mal lieber nichts dazu. Es gibt ja sowas wie eine Lernkurve. Da hatte ich auch noch kein digitales Studio. Da habe ich dann irgendwo in der Ecke gesessen, so von unten zur Kamera gesprochen. Macht man ja nicht. Aber es hat genauso funktioniert. Das waren die Anfänge. Wenn es interessiert, könnt ihr mal ein bisschen wühlen. Guckt euch mal die alten Videos an. Ach, die sind lustig. Wenn man selber drüber lachen kann, passt das schon. In dem Sinne, geht auf die Homepage. Wer noch nicht im Forum angemeldet ist, kostet ja nichts. Schreibt irgendwas zu dieser Karte oder übers Wetter oder was weiß ich, wie schön, toll oder bekloppt ich bin. Macht einfach irgendwas, äußert euch und dann seid ihr in der Verlosung drin. Es darf ja auch kritisiert werden. Dann geht dieses Teil raus. Ende dieser Verlosung ist Ende des Lockdowns. Ne, Spaß beiseite. Wir machen das bis zum 7. So. Dann machen wir die Verlosung. Und dann haben wir noch ein paar Tage bis zum Ende des Lockdowns. Da können wir mit diesem Teil auch spielen. 7. Februar ist noch ein bisschen hin. Könnt ihr also dort einfach mal reingehen und was hinterlassen? Ich verschicke dann diese Karte höchstpersönlich. Wir machen es innerhalb von Deutschland. Problem ist, alles, was aus Deutschland rausgeht, momentan, ich kann es entweder nicht verschicken oder die Transportkosten fressen mich auf. Ich zahle es ja aus eigener Tasche. So, das mal dazu. Tut mir leid, liebe Schweizer. Ihr seid halt nicht EU und liebe Österreicher, die DHL macht gerade einen Aufstand.
Tut mir leid, ist mir privat ein bisschen zu teuer. Kann man nichts machen, ist halt ein Geschenk. Was wir dann danach haben, wenn diese Karte durchverlost ist? Ich habe auch noch Mainboards, passend zu den neuen Intel-CPUs und vielleicht auch noch die eine oder andere Grafikkarte. Wir geben einfach mal noch ein bisschen was raus, so lange bis dieser ganze Corona-Irrsinn hier vorbei ist und vielleicht auch noch ein bisschen länger. In dem Sinne, man sieht sich. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.